bis Mittags Abendtag. Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Nikolaus was für mich. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Wenn ich aufgestanden bin, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Das Gedicht heißt Mein Treffen mit dem Weihnachtsmann. Feucht verschleicht durch Wald und Tannen. Ich glaube, es ist der alte Weihnachtsmann. Was hält er dort so fest unter seinem Arm? Tüten von Aldi und Lidl, er hält sie wohl warm. Er sieht alt aus und sein Gesicht ganz fahl. Vielleicht fehlt ihm nur ein köstliches Mahl. Wo sind Rudi, das Rentier und sein Schlitten? Ich werde ihn wohl um Antworten bitten. Ich werde ihn einladen zu mir nach Haus. Eventuell bekomme ich ja so etwas heraus. Also gehe ich zu ihm hin und spreche ihn an. Hallo, alter Weihnachtsmann. Er dreht sich um und schaut mich an und sagt, wer bist du? Komm näher ran. Ich frage, hey Alter, was ist los mit dir? Früher war Weihnachten doch ganz famos. Was ist mit dem Sinn von Weihnachten geschehen? So wollte ich eine Antwort erflehen. Nun sagt der alte Weihnachtsmann und guckt ganz traurig, man sieht es ihm an. Das Fest der Liebe, ach geh mir bloß los. Es geht nur ums Fressen mit Gans und mit Kloß. Geschenke sind groß genug nicht und am Weihnachtsbaum brennt kaum noch ein Licht. Bei den Christen wurde der Heiland geboren, aber das ging im Konsumrausch verloren. Keiner denkt an das Leid dieser Welt, dabei ist es um ihn doch gut bestellt. Fragt man ein Kind nach seinem Gedicht, schauen sie mich an, als wäre ich ein Bösewicht. Ich höre keine Lieder im Wohnzimmer mehr, so wird mein Gemüt traurig und schwer. Es wird immer leiser und kommt so zum Schluss. Nun weiß ich genau, was ich tun muss. Ich sehe ihn fortschleichen durch Wald und Tann und denk daran, wie alles begann. Ich gehe schnell nach Haus, den Baum aufgestellt. Ich besinne mich auf das Leid in der Welt. Die ganze Familie sitzt nun unterm Baum. Der Klang unserer Lieder erfüllt unseren Raum. Wir freuen uns unserer kleinen Gaben und ein Gedicht muss ein jeder aufsagen. So sitzen wir gemeinsam im Kerzenschein. Niemand sollte an Weihnacht alleine sein. Bei Tannenduft und Kerzenschein, Besinnlichkeit soll überall sein. Freude am Schenken und die Herzen weit, so wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch, macht so mancher Knecht eine riesengroße Leckerei in der Weihnachtsbäckerei. Schokolade, Zucker, Honig und Zuckerle.
kommt das